Bereit für einzigartige Fußballerlebnisse auf Blue Sport. Präsentiert von Swisscom, Adidas, 11 Team Sports und MS Sports. Was bisher geschah. Und der FC St. Gallen spielt gegen der FC Urnäsch. Ja! Jetzt kommt der FC St. Gallen mit Greenkeeper. Ich hoffe, sie tun diesen Rasen nicht fest fertig machen. Ich meine, das ist der Wembley-Rasen vom Appenzellerland. Du merkst ja schon am Fuß, dass der nicht eben ist. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, ja. Ja, aber nicht so einmal, Winter, mit einmal Walzen, Walzen geht es dann auch nicht. Sie sind ja 100% dargestellt bei St. Gallen. Ja. Nur für den Platz. Die, die halt keine Tickets haben, können wir den dort platzieren. Können es gleich schauen, wie eine Fanmeile, oder? Wo es noch ein Bierli trinkt. Ja, wenn wir wahrgenommen haben, dass ausverkauft das ist. Genau, und gleich genau. Jetzt, keine Ahnung, 100, 200 Leute kommen. Und ich kann es auch nicht einfach heimschicken. Fünf Tage nachdem das Märchen vom Traummatch gegen den FC St. Gallen begonnen hat, gehen die Urnäscher ins Trainingslager. Aus dem Appenzellerland nach Ruhr-Graubünden. Gleich steht ein Testspiel auf dem Programm. Doch gestern Abend war Ausgang in Ruhr ohne Sperrstunde. Wir haben zwei. Sicher? Ja, ja. Ja. Wir haben eins nicht mehr langsam. Ja, sagen, ja. Bereit machen. In den letzten beiden Jahren fiel das Trainingslager vor dem Rückrundenstart der Pandemie zum Opfer. Jetzt aber mit Ambitionen in der Liga und dem Traummatch vor Augen wollen die Urnäscher wieder Gas geben. Aber eben wichtig ist jetzt auch Saisonstart, dass wir genau die, die jetzt länger ja nicht gsi sind, eben Niki und Thomas, dass wir die nicht wieder kaputt machen. Ja. Also um ein Spiel sowieso nicht. Voll. Fünf Minuten Fahrt waren es vom Hotel bis zu den Kunstrasenplätzen Obere Au in Ruhr. Ein Spieler musste den Weg zweimal machen. Ich habe den Wimpel vergessen im Zimmer. Ja, jetzt habe ich noch einen geschickt, um den Wimpel zu holen. Drum. Bärenstark ist das Motto vom FC Urnäsch. Aber nicht jede Hose besteht den Bären starker Stresstest. Es ist erst der dritte Auftritt auf dem großen Feld nach einer langen Winterpause. Ich wünsche mir, dass wir als Mannschaft unser Spiel machen können und dann wird es wirklich sicher alle gut sein. Gut, Jungs, ich freue mich extrem. Es ist wirklich cool, dass wir heute hier sein können. Wie gesagt, speziell, wenn wir noch nie in Ruhr gespielt haben, aber Gegner können wir nicht mehr schauen auf uns. Schauen wir auf den Gegner, wir wollen wirklich ein gutes Spiel machen. He? Das ist wichtig. Flachpässe, dass wir ankommen, dass wir schnell in den Rhythmus hineinkommen und Freude haben. Das Wetter ist super. Der Platz ist auch super, ist extrem breit. Wir haben gesehen, auch relativ lang. He? Dass wir wirklich kompakt können bleiben und miteinander Fußball spielen können. Es gibt eigentlich nichts Schöneres. He? Heute Abend geht es noch weiter, aber da werden wir jetzt weg. Also, gehen wir raus. Testgegner ist das A-Jugendteam von Ruhr 97. Sie spielen in der Youth League A, der höchsten Juniorenstufe in der Schweiz. Die technisch starken Junioren aus Ruhr drängen gleich zu Beginn auf die Führung. Windstärken bis zu 70 Stundenkilometer machen aber die äußeren Bedingungen für beide Teams nicht einfacher. In Führung geht der FC Urnäsch durch eine Bilderbuchkombination
mit eiskaltem Abschluss. Zur Halbzeit liegt der Viertliga-Club gegen die Junioren mit 1:2 zurück. Er macht es wirklich gut. Für den dritten Test ist es gut. 2:1. Jetzt müssen wir natürlich das Spiel fehlen. Es wird eine torreiche zweite Halbzeit. Den Schlusspunkt zum 4:3 für den FC Urnäsch setzt Pressesprecher und hängende Spitze Martin Sjankovic. So, der Trainer hat einen Sieg gewählt, den habe ich schnell gemacht, oder? Nein. Der Erfolg tut gut fürs Selbstbewusstsein, auch wenn es nur ein Test gegen A-Junioren gewesen ist. Wir haben gewusst, dass sie technisch wirklich stark sind. Körperlich sind sie uns ein bisschen unterlegen gewesen, das hat man gemerkt, auch mit der Härte. Aber sonst haben sie es wirklich gut gemacht. Aber wir haben es heute Gott sei Dank ein bisschen besser gemacht und haben das Spiel gewinnen. Ja. Chef vom FC Urnäsch ist Präsident Philipp Brandenberger. Aber das gilt nur abseits des Platzes. Ja, als Einschätzung vom Präsidenten würde ich eigentlich nicht gross etwas sagen, weil grundsätzlich ist der Charles unser Trainer. Und ich würde ihm da nicht reinreden, er ist der Cheftrainer. Ja, auf mich bezogen als Spieler. Wenn er sagt, ich muss raus, dann muss ich halt raus. Also ich rede ihm da nicht drin. Und darum, ja, wenn ich die Leistung glaube bringe, dann darf ich wie heute 90 Minuten spielen. Und wenn es halt nicht ganz lange mit der Leistung, dann spiele ich halt nicht so lange. Stürmer Dominik Bodenmann ist noch relativ frisch in der ersten Mannschaft. Siege wie heute schmecken doppelt süß. Für mich persönlich bedeutet es die ganzen Kollegen, die ganzen Freunde, die ich dort habe. Man kennt sich seit klein auf, ist ein Dorfverein, viel Charakter und da fühle ich mich halt mega wohl und darum gehe ich auch sehr gerne shooten. Der Matchwinner gibt sich bescheiden. Schlussendlich habe ich 1 von 4 Goals gemacht. Und es war eine Mannschaftsleistung und schön, dass die anderen auch getroffen haben. Unser Top-Stürmer hat 2 Goal gemacht, ich habe nur 1 gemacht. In der Liga konnte der Top-Stürmer Dominik Brandenberger bisher nicht treffen. Ja, ein bisschen der Torreicher habe ich halt schon, ja, so ist schon so. Aber ein bisschen Glück gehört auch immer dazu und angespielt werden muss ich auch noch. Also ist so eine Art schlussendlich von der ganzen Mannschaft her das Goal. Ja. Seinen Spitznamen SBB hat Dominik aber nicht wegen seines Zugs zum Tor. Das ist eine lustige Geschichte. Ich habe Bier nicht gerne, lachen mich auch immer alle aus in der Mannschaft. Und da bin ich halt immer der Fahrer, wie die SBB halt. Und ja, so ist der Name entstanden. Tage nach dem Testsieg in Chur findet die erste Videoanalyse in der Geschichte des FC Urnäsch statt. Beweisbilder können gnadenlos sein, denn auch bei Amateuren sind Beinschüsse Höchststrafe. Oh. Oh. So, jetzt hat der Manu den Ball. Sevi bietet sich da draußen an, spielt den Ball super flach raus. Auf den Josef, der Josef. Ja, da haben wir nicht ganz im Bild, spielt der Brandy an. Und dann machen wir hier wunderbar rausgespielt, 1-0. He? Ganz einfach flach innen rausgespielt. Goal, hä? So wie man es eigentlich wünscht spielen. Immer den Ball in den Fuß von Goalgetter SBB. Aber wie bei den Profis gab es auch weniger gute Szenen. Da, das ist auch wieder sinnbildlich, was wir immer wieder ein bisschen machen. Wir haben eigentlich Balleroberung, haben hier den Ball, sind mit fast 5 Leuten um den Ball herum. Was machen wir nicht mit dem Ball und spielen wieder den Ball hoch, weit führen, anstatt zu sagen, hey, warte. Wir haben den Ball in den eigenen Füßen und spielen dann mit dem Philipp
rechts raus, flach und haben dann nachher 4-5 Spieler auf der Seite, wo wir wieder miteinander Fußball spielen können. Und wir suchen jedes Mal den weiten, höhere Ball. Wenn wir den Ball führen spielen, dann probieren wir flach raus zu spielen. He? Dass der Brandy auch etwas mit dem Ball anfangen kann. Aber hoch ist unheimlich schwierig. He? Für mich ist das Bild am Anfang, das ist da hier, ist für mich persönlich das schönste Bild. Hier sehen wir, dass wir eine Mannschaft sind. Schade sind die Leute, die auf dem Bänkchen nicht sind. Auch auf dem Foto da ist für mich eigentlich das schönste Bild vom ganzen Video. Dass man da wirklich sieht, wir sind eine Mannschaft, wir wollen Fußball spielen. Wir sind stolz, dass wir hier für diesen Verein miteinander Fußball spielen können. Das ist für mich die schönste Szene. Das war meine erste Videoanalyse, die ich je in meinem Leben gemacht habe. Ich weiß, ich nehme an, wie die letzte sein. Ja, etwas habe ich noch. Was ist euer persönliches Ziel? Euer persönliches Ziel bis an Traummatch an oder für den Traummatch? Für jeden Einzelnen. Was ist das Ziel, Silas? Pünktlich im Training erscheinen. Pünktlichkeit. Ich muss sagen, er kommt zwar als Letzter, aber er ist nie als Letzter auf dem Platz. Simon, komm. Ja, kurz und knackig, hör doch auf. Das kann ich. Ja, genau, die sollen die zuerst schon das wissen. Was. Dann mal eine Vorstellung wie in der Champions League. Pascal Falkenstein, bin Mittelfeldspieler, arbeite als Dachdecker. Ja, mein persönliches Ziel, dass ich das Training mehr besuchen wird, weil ich einfach gemerkt, in der letzten Zeit ist viel dazwischen gekommen, ob es gesundheitlich oder mit dem Arbeiten zu tun hat. Das ist nicht der Grund, weil es mich anschießt oder so. Es ist wirklich wegen dem Arbeiten und wegen dem Gesundheitlichen. Und ja, das tut nicht nur mir gut, und das tut auch der Mannschaft gut. Silas Koller, Flügelspieler und als Beruf Polymechaniker. Ja, mein Ziel ist eigentlich, ja, sicher fit und parat sein für den Traummatch. Und Fußballer war bis dahin noch ein bisschen besser in den Abschluss zu werden. Ein bisschen kalter sein vor dem Goal. Philipp Brandenberger, Flügelläufer, ich bin Netzelektriker. Ich habe kein fußballerisches Ziel, ist für den Traummatch relativ schwierig, aber ich denke, wenn man mit Freude shooten kann, bringen wir auch ein gutes Resultat an. Dominik Brandenberger, Stürmer, Automech. Mein Ziel als Stürmer ist mal endlich mein erstes Saisongoal zu erreichen, bis dahin. Und ja, mal schauen. Thomas Brandenberger, Sechser, Netzelektriker. Ihr wisst alle, ich habe momentan ein bisschen körperliche Pendenzen. mein einziger Gegner ist die Lunge. Kevin Güdenay, Mittelfeldspieler, und ich verkaufe Pschötti. Pschötti ist in Urnäsch nicht nur Dünger, sondern auch ein eigenentwickeltes Getränk. Pschötti. Ich bin aufgewachsen beim Bauern und habe selber 30 Jahre gebaut. Und wir haben ab und zu hat die Wiese beschüttet. Das ist eben Pschütti. Das ist von den Kühen, die es gibt, die anfällt, die man nachher auf die Wiese tut. Und dann noch, ja, das ist jetzt etwas Neues. Jetzt hat es doch zum Mal geheißen, geben Likör. Der ist aus Zitri und Chili. Und der heisst Pschütti. Ich als einer der Ältesten in der Mannschaft, das betrifft jetzt dich, George. Du hast im letzten Match mal gesagt, man merkt das Alter, langt vielleicht nicht mehr 90 Minuten. Ich würde das Gegenteil beweisen. Also das ist mein persönliches Ziel. Manuel Amann, Goalie, Physiotherapeut. Mein persönliches Ziel ist doch die Spielauslösung von hinten. Egal, ist es aus der Hand der Ball oder vom Boden her. Man hat es vorhin im Video gesehen, klappt nicht immer so gut. Ja, an dem etwas arbeiten, dass ich ihm vielleicht mal einen Assist geben kann. Ich habe gehört, wenn er den Ball hat, gibt es ein Goal. Und wenn er mal von mir kommt, umso besser. Und ein bisschen weniger Schnitzer. Und ein bisschen weniger Schnitzer, sagt er. Da gehen Meinungen auseinander. Ja, ich bin Sörtli, Flügelzange, und ich arbeite für Pschötti. Ich bin die letzten
Zeit immer etwas verletzt gesehen und habe sehr wenig spielen. Und darum ist mein Ziel auch, einfach wieder in jedem Training dabei zu sein, an jedem Match dabei zu sein. Wenn ich hoffe, dass jeder von uns ist. Und dann werde ich auch wieder fitter, dann kommt die Lunge wieder etwas besser. Und dann mag ich auch wieder säckeln auf dem Platz. Josef Fessler, Außenverteidiger, ich bin Zimmermann. Mein persönliches Ziel ist, um einfach fit zu bleiben und weiterhin können 90 Minuten können die Linie hoch und runter rennen, ohne dass ich müde werde. Nico Runner, Innenverteidiger, Backoffice-Mitarbeiter. Ja, ich probiere die individuellen Fehler auszuschalten. Und ja, dass es halt von hinten raus ein mehr Stabilität kann ausstrahlen kann, wenn ich selber ja, sicher dort hinten wirke, strahlt es auch auf die Mannschaft ab. Sebastian Runner, Mittelfeldspieler und ich arbeite als Anlage- und Apparatenbauer. Ja, mein persönliches Ziel ist, mal einen Freistoß direkt versenken. Simon Reichert, Stürmer, ich bin Informatiker. Sicher wieder ganz fit zu werden. Freude am Fußball nicht zu verlieren, auf jeden Fall. Dominik Bieg, Mittelfeldspieler, Verkaufsberater. Mein Ziel ist, dass ich die Mannschaft ja noch mehr führen kann. Dass ich ja, eigentlich, ich sage jetzt mal, Verantwortung übernehme für die Mannschaft. Und dass, ja, dass die Fitness eigentlich auf den Match und auch auf die Saison wichtig ist, dass wir, ja, dass wir wirklich da sind und dass wir alles geben füreinander. Zwei Monate vor dem Traummatch gegen den FC St. Gallen beginnt für die Urnäscher die Medienarbeit. Heute sind sie Gäste im Blue Studio für die Viertelfinalrückspiele der Champions League. Wir kommen mit Liebli. Was, in Liebli? Ja. Fast die komplette Mannschaft kommt in grün-schwarz. 19 Urnäscher sind der Einladung ins Blue Studio nach Volkeswil gefolgt. Ja, alle einen Instrument. Alle drei. Alle. In der Regiebesprechung wird der Urnäscher Auftritt minutiös geplant. Weil der sitzt ja dort und da kann ich sagen, ich gehe mal zum Martin oder wie er denn heisst, oder? Entschuldigung, jetzt ist es. Ich glaube, er heisst wirklich so, bin nicht ganz sicher, oder? Nein, ich würde eher sagen, es ist. Thomas, hast du gesagt? Thomas, genau. Also dann würde ich dir dann jetzt Thomas vorstellen und dann mit ihm zwei, drei Fragen, mit ihm zusammen den Clip anschauen. Und ja. Das Herzstück des Blue Studios ist der Newsroom mit Sendezentrum. Sie sind zuständig für die sozialen Medien. Da hinten ist mehr der Sportbereich, der Newsbereich. Und dort haben wir noch so drei Schnittplätze, wo wir dann jetzt eben Sachen, die wir heute produzieren, oder Social-Media-Inhalte oder kurze Beiträge konfektionieren und auf alle Plattformen ausspielen. Also ins Free-TV auf Blue Zoom, aber auch beispielsweise Sachen, die wir noch vielleicht werden sehen im Verlauf des heutigen Abends. Dass wir da drin konfektionieren, passgenau machen. Da arbeiten ganz verschiedene Berufsgruppen, Redaktoren, Social-Media-Spezialisten, Multimedia-Produzenten. Und wir probieren miteinander die Blue-Story und unter anderem auch die Traumatch-Story und die FC Urnäsch-Story da drin eigentlich zu kreieren. Und das geht natürlich nicht, wenn wir das so für uns machen, sondern wir brauchen euch. Als beherzte Fußballspieler, als Leute, als Dorfgemeinschaft, die das riesige Ding organisiert. Also, wir hatten jetzt schon ein paar Meetings mit euch, wo es nicht nur euch, sondern auch uns so ein bisschen geschmucht wird, was für eine Lawine da auf uns zurollt. Aber ich glaube, der Sportsgeist ist bei euch gegeben. Wir haben ihn auch. Und wir werden mit euch wirklich ein schönes und ein grosses Fest organisieren am 19. Juni zu Urnäsch. Im Feld. Die Übertragungen heute Abend kommen aber nicht aus dem Urnäscher Feld, sondern aus der Münchner Allianz Arena und dem Santiago Bernabéu in Madrid. Das ist der Raum, den ihr hinter euch seht. Das ist so der Master Controller, das ist die Sendeleitung. Da kommen alle Signale, die wir international verarbeiten, kommen da drin rein. Heute Abend sind es zwei Signale von Madrid und von München. Und die verarbeiten wir da weiter, die landen da innen und da innen werden sie überall verteilt, was sie braucht. Die Leute verarbeiten, die dann da sitzen, die Operators, die schauen das Signal an und die konfektionieren das in ein Blue-Kleid. Also es ist ja so, dass die Signale einfach kommen, so wie man es kauft. Mit dem Spielstand, mit den Slomos, mit allen Matchgrafiken. Aber dass wir das ein bisschen in der Blue-Welt verkaufen können, machen wir eine Grafik am Anfang. Wir schreiben Kommentatoren anschreiben, wir machen Werbung auf diesen Programmen. Und was sie da macht, ist auch Qualitätskontrolle. Er schaut die Match an und wenn etwas passiert, muss er reagieren, muss eine Störungstafel machen, muss andere informieren, dass das Problem dann gelöst wird. Und
Er ist einfach da und überwacht das Signal vor Ort. Für einen Abend wird das Blue Studio zum Clubheim des FC Urnäsch. Meet and greet inklusive. Hey, nein, ist cool, sind ihr da? Ist die Vorfreude immer noch so? Oder ist noch der Niederlage gegen Herisau 2? Das hat sich ein bisschen umgeschnitten. Ex-Nazi-Goli und Blue-Experte Pascal Zuberbühler wird in der Maske auf seinen Auftritt vorbereitet. Pascal, gib ein paar Tipps gegen die FC St. Gallen. Wie alt bist du? 28 Jahre. Beste Alter. Was ist denn er? Er ist Buchapresse vom Presi? Nein, der Presi. Wo ist der Presi? Da ist der Presi. Ja. Ich meine, der sagt der Presi, freut mich. Was Zubi in diesem Moment noch nicht weiß, der Presi vom FC Urnäsch ist gleichzeitig der Ersatzgoli. Sind heute die ganze Mannschaft da? Großteil, ja. Geil, super. Noch 30 Minuten bis zum ersten TV-Live-Auftritt des FC Urnäsch. Jetzt ist es so, dass wir ganz lange kein Publikum hatten. Und darum ist es sich auch noch nicht so gewöhnt. Also, dass er nicht nachher verschreckt, wenn das erste Mal applaudiert wird, dann machen wir das einmal für den Roman Kirchberger. Also, 8 Uhr legen wir los. Ich muss nachher noch rasch mit dem OK-Chef. Wie heißt du, Thomas? Roman. Roman, genau. Du musst daran glauben. Thomas, mit dir trainiere ich noch. Thomas, es ist ja so, ich glaube, du bist schon ein bisschen instruiert worden, wie es läuft, oder? Und tu mir nicht bockig, es kommt alles zurück, gell? Ich komme da vorne, ich komme dann zu dir ran und wenn ich sage, und bei uns heute ist der OK-Chef der Thomas, dann kannst du aufstehen, weil sonst sieht es blöd aus, dann stehst du schon da, dann findet das niemand cool. Und dann nachher quatschen wir auch kurz. Also, es geht nicht ewig lang, gell? Also, und dann haben wir noch so eine Einspielung, wie ihr euch freut und so, für all die das erste Mal gesehen haben. Das ist gut, super. Perfekt. Neben Pascal Zuberbühler ist auch Mladen Petric als Blue-Experte im Studio. Mein Mladen Petric. Vorher hat Urs gesagt, das ist der Einzige bei uns, der richtig hat können shooten mal. Und ich konnte. 6 Jahre nach deinem Rücktritt. Möchtest du noch 20 Minuten 25 mitheben? Da? Nein, keine Chance. Weg? Keine Chance. Meinst du? Nein, vom Tempo. Konditionell vielleicht 20 Minuten würdest du aushalten. Eben, aber vom Tempo her, nein, keine Chance mehr. Ja, ein bisschen Freistöße. Ein bisschen Freistöße, ja. Oder mal beim Penalty. Goal. FC Urnäsch gegen den FC St. Gallen am 19. Juni. Thomas ist der OK-Chef von dieser ganzen Veranstaltung. Wie laufen die Vorbereitungen? Optimistisch sind jetzt weg. Ciao Roman, die Vorbereitungen laufen hervorragend. Ja, hat mich nicht gedacht, weil am Wochenende der 2-0 verloren gegen Herisau 2. Das finde ich, habe ich dann schon angeschaut. Das ist vielleicht etwas zu wenig, oder? Ja, da hast du absolut recht. Also dort hätte es mehr müssen gehen. Darum haben wir den Laden aufgeboten. Der kommt ja extra vorne. Es gibt ein Stürmertraining dort. Wir sind als Team involviert. Ich freue mich, das gibt mein Highlight das Jahr, die Sendung, den Match dann gegen den FC St. Gallen zu moderieren. Der FC Urnäsch gegen den FC St. Gallen. Schönen Abend euch allen. Danke vielmals. Es wird ein langer Champions-League-Abend für den Appenzeller-Club aus der 4. Liga. Mit der eigenen Performance sind die Urnäscher zufrieden. Thomas, ja, hat es nicht schlecht gemacht, würde ich sagen, oder? Nein, es war etwas Spezielles, mal hier reinzuhocken und mal das Ganze von einer anderen Seite gesehen als nur vom Fernsehen. Also, weißt du, vor dem Fernsehen, richtig vor der Kamera und so, ist das schon noch. Ja, also, ich bin froh, dass er da war, ich bin ehrlich, dass ich nicht reden musste. Es ist sehr eindrücklich, auch die Kulissen, wie gross das da eigentlich auch ist von der Anzahl Leute, die es da braucht für eine Produktion, für ein so ein Match. Ja, ist schon noch relativ gross. Und eben, ich denke auch viele Arbeitsstunden, die nicht bei normalen Arbeitszeiten sind. Also eben, wenn man am Wochenende denkt oder jetzt am Abend und es braucht immer irgendwie 10 bis 20 Leute für so eine Produktion, ist schon noch eindrücklich. Ja. Und du machst noch ein persönliches Goalie-Training ab im Zubi? Ja, wenn er gern will, kann er gern kommen. Ich bin bereit. Ja, nein, ja, wir haben vorhin noch in der Garderobe gesehen, wir haben schon ein bisschen geschwätzt, ein bisschen Fachgespräche untereinander. Ja. Der Live-Auftritt bei Blue Sport war auch die Möglichkeit, den Ticketverkauf fürs Traummatch anzukurbeln. Ja, ich hoffe natürlich, dass die ersten Tickets
mit den Early-Bird-Tickets gut ausverkauft sind und ja, schnell weggehen. Mal schauen, wie es denn ist. Nächstes Mal beim Traummatch. Der Präsident vom FC St. Gallen kommt als Zuschauer zum FC Urnäsch. Oh, FC Urnäsch, dann hast du mal einen rechten Wimpel. Ja, Maus. Hallo zusammen. Hallo. Wieder parat. Grosse Freude. Ich sehe muntere Truppe. Hey, ich störe euch nicht mehr länger. Macht's gut. Hopp, Urnäsch. Wichtig, frech sein, mutig sein und Freude haben. Und der FC Urnäsch ist auch Familiensache. Wir sind drei Brüder, ja. Im Sturm ist der Dominik der Chef, in der Verteidigung bin ich und im Mittelfeld der Philipp. Du willst immer besser sein wie der andere, willst du dir zeigen, du, ich bin im Fall auch da. Bereit für einzigartige Fußballerlebnisse auf Blue Sport. Präsentiert von Swisscom, Adidas, 11 Team Sports und MS Sports.